Golffreunde. Mein Name ist Philipp Meichnitsch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golfclub in Thalberg Graz und ich möchte dir helfen, dein Spiel zu verbessern. Hanging Back? Was ist das? Hanging Back ist der Schwungfehler, bei dem mein Gewicht zu lange auf der rechten Seite bleibt für uns rechtsspielende Golfer. Das heißt, was passiert beim sogenannten Hanging Back, schaut folgendermaßen aus. Aufschwung ist noch völlig in Ordnung und im Durchschwung bleibt mein Gewicht auf der rechten Seite, meine Arme und Hände schwingen durch und ich komme nicht rechtzeitig auf den linken vorderen Fuß. Woran liegt das jetzt natürlich, das Ganze? Und dazu muss ich ein wenig ausholen, denn ich möchte ganz kurz, um das ein bisschen besser erklären zu können, auf die Gewichtsverlagerung beim Golfschwung eingehen. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Im Setup, in der Grundhaltung, hat man das Gewicht 50-50 auf beiden Füßen verteilt. Die Balance ist ganz gut zwischen Vorder- und hinterem Fuß und ich stehe wirklich ausbalanciert da. Im Aufschwung wandert das Gewicht zu 80% auf den rechten Fuß. Also noch einmal zur Wiederholung, im Setup 50-50 auf beiden Füßen und im Aufschwung wandert das Gewicht zu 80% auf die rechte Seite. Doch was passiert nun? In der Position, wo der linke Arm wieder parallel zum Boden ist, ist das Gewicht oder sollte das Gewicht bereits wieder 50-50 auf beiden Füßen verteilt sein. Das heißt noch einmal ganz kurz das Ganze, 50-50 im Setup, 80-20 am oberen Totpunkt, in der Position, wo der linke Arm wieder parallel zum Boden ist, sollte das Gewicht schon wieder 50-50 auf beiden Füßen verteilt sein. Im Treffmoment hätten wir gerne ca. 90% links bis hin zum Durchschwung 99% auf die linke Seite. So viel zum Thema Gewichtsverlagerung im Golfschwung. Was ich immer wieder sehe, ist eines, man weiß, man hat ein sogenanntes Hanging Back versucht, deshalb von Haus aus etwas mehr Gewicht auf die linke Seite zu bringen und es dort zu halten. Von der Idee her grundsätzlich nicht schlecht, aber die Folge ist meistens eine und das sieht folgendermaßen aus. Wir holen aus, Gewicht ist auf der linken Seite und ich kann es nicht links halten, sondern im Durchschwung falle ich wieder auf den rechten Fuß zurück und mein Hanging Back wird sich verstärken. Das heißt, die Lösung ist nicht die, mehr Gewicht auf die linke Seite zu bringen und es versuchen dort zu halten, sondern, naja, dazu werde ich wieder dir meine zwei Lieblingsübungen zeigen, die dir eben dabei helfen sollen, dein Hanging Back wegzubekommen. Übung Nummer 1 gegen Hanging Back sieht wie folgt aus. Dazu möchte ich dich bitten, schnapp dir einen Ball auf der Driving Range, ja, und verändere nun deine Ballposition. Ich hätte gern von dir, dass du versuchst, den Ball nicht mehr beim 7er Eisen in der Mitte zu positionieren, sondern ganz auf deinen linken Fuß, ähnlich wie beim Driver. Denn nun bist du gezwungen, intuitiv vielleicht anders zu reagieren. Der Kopf, deine Augen sehen, dass der Ball so weit links vorne liegt und nun musst du irgendwie schaffen, nach vorne zu kommen. Das ist das Ziel der Übung. Das heißt, der Ball nicht mehr in der Mitte beim 7er Eisen, wie du es gewohnt bist wahrscheinlich, sondern ganz links vorne. Der Schläger ist trotzdem mittig positioniert, das heißt, du hast hier zwischen Ball und Schlägerkopf ca. 10 bis 15 cm Abstand. Und im Durchschwung sollst du trotzdem versuchen, den Ball sauber zu treffen.
den Ball da vorne zu treffen. Das heißt noch einmal zur Wiederholung, der Ball wird links vorne, ähnlich wie beim Treiber, positioniert von der Ballposition her. Schläger wird trotzdem mittig aufgesetzt und du versuchst über die Gewichtsverlagerung nach vorne den Ball trotzdem sauber zu treffen. Sieht wie folgt aus. Ich gehe wirklich mit dem ganzen Körper nach vorne rein, bringe mein Gewicht nach vorne und schaffe eines, wozu ich bislang nicht in der Lage war, nämlich das Gewicht vom hinteren rechten Fuß nach vorne auf den linken Fuß zu bringen. Und genau das ist eben das Ziel der Übung. Übung Nummer 2 gegen den Hanging Back ist der sogenannte Ausfallschritt. Eine etwas erleichterte Version von dem Baseballschritt. Schaut wie folgt aus. Der Ball aufs Tee, da es eben eine komplexe Übung ist, würde ich ihm empfehlen, den Ball aufs Tee zu legen. Das erleichtert das Ganze ein wenig. Dann möchte ich dich bitten, mit geschlossenem Stand zu starten. Der Schläger wird circa einen halben Meter rechts vom Ball abgesetzt. Die Übung schaut wie folgt aus. Punkt Nummer 1, ausholen. Punkt Nummer 2, Schritt. Also wirklich einen bewussten Schritt nach vorne. Damit kommt mein Gewicht auf den linken vorderen Fuß. Und dann erst durchziehen. Also, Füße zusammen, ausholen, Schritt, Durchschwung. Sieht dann in der Praxis wie folgt aus. Füße zusammen, geschlossener Stand, ausholen, Schritt, Durchschwung. Die Übung wird dir dabei helfen, das Gewicht nach links zu bekommen. Denn du musst, bevor deine Hände zuschlagen dürfen, den Schritt machen, das Gewicht nach vorne bringen. Erst dann dürfen die Hände zuschlagen. Noch einmal ganz kurz. Ball aufs Tee, da es eine komplexe Übung ist. Einen halben Meter rechts versetzt starten. Schläger rechts versetzt abstellen. Füße zusammen. Ausholen. Schritt. Durchschlagen. Ich hoffe, dir hat mein Video zum Thema Hanging Back gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du auf Gefällt mir drückst, wenn du meinen Kanal abonnierst, um immer wieder am neuesten Stand zu bleiben. Naja, und wenn du einfach vielleicht einmal unten kommentierst, wie es dir mit den Übungen ergangen ist. Ob du nun vielleicht dein Gewicht besser nach vorne bringst, ob du vielleicht dadurch eben ein schöneres Finish erreichst. Viel Spaß beim Trainieren. Ciao.